der Game Gear. Keine andere Konsole ist mir so unbekannt und fasziniert mich dermaßen. Ich nutze diesen Kanal auch, um dieses dem Game Boy technisch überlegenen System zu erforschen. Um mal zu schauen, was es für gute Spiele gibt, habe ich mir mal die User-Bewertung auf GameFAQ angeschaut und mir die 10 besten bewerteten Spiele rausgesucht. Ich habe dabei Japan-Only-Sachen ausgeschlossen. Es befinden sich jedoch Titel in der Liste, die bei uns nie erschienen sind, aber durch die englische Sprache immerhin verständlich sind. Auch ist die Liste natürlich mit etwas Vorsicht zu genießen, dass bei einem so nicht ganz so populären System natürlich auch nicht viele Abstimmende gibt. Aber genug der Vorrede, los geht es! Wie schon im Vorwort angesprochen, weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich, wieso dieses Spiel hier so hoch in der Liste gelandet ist. Es ist im Prinzip genau das, was das Titel verspricht. Ein Pokerspiel. Ich bin jetzt kein Kartenspielexperte, aber es scheint gut umgesetzt zu sein. Aber wie gesagt, der Eintrag in der Liste ist vielleicht mit etwas Vorsicht zu genießen. Dieses Spiel jedoch steht zu Recht in dieser Liste. In diesem Action-Rollenspiel spielt ihr einen Prinz in einer orientalischen Welt. Das ist mal etwas erfrischend anderes. Ansonsten wird euch hier gewohnte RPG-Kost geboten. Ihr erkundet eine Oberwelt, unterhaltet euch mit Einwohnern und bei einem Kampf wechselt das Spiel in einen eigenen Screen. Alles gut umgesetzt, hier könnt ihr also nichts falsch machen. Shinobi ist eine der großen Sega-Serien zu der Zeit. Warum auch nicht? Ninjas gehen schließlich immer. Natürlich hat es die Reihe auch auf den kleinen Handheld geschafft und hier liefert die Serie ordentlich ab. Ihr steuert hier dabei unterschiedliche Ninjas, jeder ausgerüstet mit seiner eigenen Ninja-Magie. Absoluter Pflichttitel für das System. Sega versuchte Mitte der 90er noch ein neues Maskottchen zu etablieren. Hat leider nicht geklappt, aber immerhin ist hier ein sehr gutes Spiel herausgekommen. Y-Star ist ein Stern mit Beinen und Händen. Letztere könnt ihr dabei herausfahren und dann aktiv damit Sachen greifen oder Gegner schwungvoll an euch heranziehen, um die dann mit einer Kopfnuss auszuschalten. Das Feature macht sehr viel Spaß und ihr solltet hier auf jeden Fall mal reinspielen. Bust the Move ist auch eines dieser unsterblichen Spielprinzipien und es kommen noch heute Dutzende Spiele raus, die sich so ähnlich spielen. In diesem Parasal sind verschiedene farbige Bälle aufgeteilt. Ihr schießt nun die Bälle mit derselben Farbe drauf und wenn ihr genug kombiniert habt, verschwinden sie. Ihr habt sicherlich schon einmal ein Spiel mit einem ähnlichen Prinzip gespielt. Okay, das ist ein seltsamer Titel. Nicht weil er schlecht ist, sondern weil er seltsamerweise nur in Nordamerika erschienen ist. Dabei wird hier der Traum eines jeden Trekkies wahr. Ihr besucht die Starfleet Academy und erzielt euch der Ausbildung. Es gibt also diverse Sachen zu bewältigen und zu erlernen. Thank you.
Bubble Bobble ist natürlich die Umsetzung des alten Spielhallen-Klassikers und diese wurde hier auch durchaus vernünftig portiert. Ihr spielt den kleinen Drachen und müsst levelweise mit Luftblasen Gegner erst einfangen und dann komplett erledigen. Die kleinen Abschnitte sind dabei immer nur so groß wie der Bildschirm und so kommt ein herrlicher Flow auf. Das Spiel ist echt wunderbar. Euch erwartet hier ein Mix aus Rollen- und Strategiespiel. Das Kampfsystem ist sehr gut umgesetzt und das ist auch gut so, denn der Fokus des Spiels liegt auf jeden Fall auf das Kämpfen mit eurer Gruppe. Dort könnt ihr dann diverse Items einsetzen, zaubern oder klassisch angreifen. Das Spiel ist zu Recht unter den Top 3 und ein Muss für jeden Strategiefan. Spielt es aber bitte nicht für die Story. Die ist nämlich eher Standard. Das Spiel ist so gut, dass es sogar vor kurzem ein Remake gab. Hier hat man die alte Wonderboy-Plattformer-Formel genommen und diese mit einer gehörigen Portion Rollenspielanleihen gewürzt. Klingt auf den ersten Blick etwas komisch, spielt sich aber durchaus mal erfrischend anders. Stundenlang habe ich Micro Machines damals auf dem PC gesuchtet. Es war damals eine riesige Serie. Es ist ein Rennspiel mit einem besonderen Twist. Ihr spielt Spielzeugautos und dementsprechend sind auch die Strecken aufgebaut. So heizt er nicht über den Nürburgring, sondern eben mal über den Küchentisch. Ein herrlicher, unbeschwerter Spaß. Thank you.